Hallo, Servus bei Monaco Deluxe, schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Ich bin in München im neuen Steigenberger Hotel und ich zeige euch natürlich, wie hier das Hotel ist, aber als allererstes wie immer eine Roomtour. I'm gonna run, run, run till I found you. Morgen und nach einer sehr entspannten, sehr bequemen Bett geht es nun im Badezimmer. Und beim Zähneputzen dachte ich mir, diesen Blick muss ich euch zeigen. Einfach mal durchs Zimmer hinaus die Skyline von München. Das macht schon Spaß, ne? Aber egal, fertig, jetzt geht's zum Frühstücken und dann schauen wir, was es Leckeres gibt, was es so hermacht, das Buffet, und ob alles da ist, was man sich wünscht. In der Zeit, wo ich jetzt frühstücke, schaut ihr euch einfach mal im Hotel um. Am Ende meiner Videos komme ich zum Fazit und ich muss sagen, es ist ein tolles Business-Hotel. Modern, schön eingerichtet, hochwertige Materialien. Natürlich auch die wunderbare Helle, die Offenheit in dem Zimmer ist schön. Ja, du hast natürlich den Blick nach draußen. Ich meine, klar, die Aussicht ist und bleibt München. Das wird nicht besser. Aber wunderschön. Gastronomieangebot ist groß, eine Vielzahl an Sitzmöglichkeiten. Das Frühstücksbuffet war der Hammer. Und Kempinski Frankfurt gab es auch schon, Tischservice mit dem frisch gepressten Orangensaft. Ich zeige euch mal oben im I, dann das Hotel in Frankfurt. Das gibt es hier auch und das finde ich toll, das sollten alle Hotels haben. Ich liebe es, ganz, ganz toll, weiter so. Fitness, alles da, was man braucht, klar. Ein Pool, Spa wäre natürlich schöner, aber so Dampfbad, verschiedene Saunen, ein schöner Fitnessraum, tolle Aussicht, eine schöne Draußenterrasse. Im Sommer, glaube ich, draußen liegen, ein bisschen Sonnen ist auch möglich. Also tolles Hotel, ich finde, das hat München gebraucht. Also schaut einfach mal vorbei. Wie immer, Infos und Beschreibung in der Infobox. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass mir einen Daumen hoch da, noch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren, ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Also klickt einfach mal rein. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.